Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. An einem so einem prächtigen und aufgestellten Hund kann man wirklich seine Freude haben. Damit es aber auch wohl ist, braucht er viel Bewegung, aufmerksame Pflege und was vor allem wichtig ist, die richtige Ernährung. Herr Bornhauser, auf was muss man jetzt da speziell schauen? Damit ein Hund gesund, lebhaft und leistungsfähig ist, braucht er Vitamine, Fett, Kohlenhydrate und Mineralstoffe. In einer ausgewogenen Zusammensetzung. Am besten gibt man ihm darum eine Vollnahrung, wie ein Bingo Dine, wo alle die Nährstoffe in einer optimalen Zusammensetzung enthalten sind. Eine gesunde und ausgewogene Kost ist also gefragt, aber auch Abwechslung hat der Hund gern. Darum gibt es Bingo. In verschiedenen Sorten und jede als komplette Vollnahrung. Alles, was der Herr Bornhauser jetzt über die Ernährung vom Hund gesagt hat, das gilt natürlich auch für Katzenbüsi. Aber eben mit einem Unterschied. Es sind ja nämlich alles richtige Schleckmühler und wollen darum eben noch mehr Abwechslung haben. Das Cha-Cha-Cha ist da gerade das Richtige, weil es ein breites Angebot mit den verschiedensten Fleisch- und Fischsorten gibt. Und auch das Cha-Cha-Cha gibt es als Vollnahrung. Sie können also auf zusätzliche Produkte verzichten. Sie sehen, Coop offeriert Ihnen alles für die richtige Ernährung von Ihren vierbeinigen Lieblingen. Bingo und Cha-Cha-Cha, gute Qualität zum günstigen Preis. Und jetzt noch zu den anderen Schleckmühlern. Eine Neuheit für alle, die gerne einen feinen Cake schätzen. Der Coop Patissier offeriert Ihnen nämlich jetzt einen Apfelcake mit Haselnüsse und Mandelsplitter. Wegen dem Apfelanteil hat der Cake ein fruchtig frisches Aroma. Und weil er mit Vollkornmehl gebacken wird, ist er auch noch kräftiger im Geschmack. Auch zu dem neuen Coop-Gebäck passt natürlich ein feiner Kaffee, wie zum Beispiel der edle, leicht geröstete Jubilo mit seinem harmonischen Aroma. Oder der kaltvolle, mittelgeröstete Excellento mit dem ausgewogenen Aroma. Die Ferien oder die schönsten Wochen vom Jahr kommen ja schon langsam näher. Und darum offeriert Ihnen Ihr Coop-Warenhaus das elegante Reisegepäck zu besonders günstigen Preisen. Das Boardcase, die Hemdenfachtasche, und die grosse Reisetasche haben einen praktischen Schulterriemen und Gurte kann man in Orange, Grün oder Gel haben. An die Ferien und das Reisen erinnert jetzt auch das Rezept, das Ihnen die Köchin gerade zeigt. Avocados sind doch immer wieder eine feine Vorspeise. Und es gibt nicht viel Arbeit. Für 4 Personen 2 Avocado halbieren, den Kern rausnehmen und sorgfältiges Fruchtfleisch mit einem Löffel von der Schale lösen. In Würfel schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Tomaten kurz in heißes Wasser dunken, damit sie sich gut schälen können. Die gewürfelten Tomaten und Avocado mischen und leicht salzen. Dann eine Soße aus Olivenöl, gehackten Zwiebeln, gepressten Knoblauchzehen, Koriander und Pfeffer drüber gießen. Alles gut mischen und in die Avocado-Hälften einfüllen. Sofort servieren, damit sie nicht anlaufen. Das Rezept, Sie wissen, so fängt in der Coop-Zeitung und morgen den ganzen Tag im Teletext, Seite 270. Einen guten. So, das wäre es für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie aber noch einen Moment bei uns, es kommen nämlich noch interessante Angebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Jakobskaffee mit Aidor, 500 Gramm statt 11,30 für nur 9,50. Jede Tafel an 100 Gramm Arni-Schokolade ist jetzt 30 Rappen günstiger. Ein Paket Goldstar Pomme Duchesse kostet jetzt statt 2,95 nur 2,40. Ein Deo-Spray Pack 3 Braun statt 5,80 nur 4,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Financier Cake statt 3,20 für nur 2,60. Ausländische Tomaten, das Kilo nur 2,80. Auf Wiedersehen!